Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 35 mit Tagesordnungspunkt 84, 2014, 21, 2017, 10. Antrag der Fraktion DIE LINKE, Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in Hessen ausbauen, und der Dringliche Entschließungsantrag der CDU und der BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Kinder und Jugendliche nehmen ihre Zukunft in die Hand. Hessen unterstützt sie dabei. Ich darf Frau Kollegin Elisabeth Kohler für die Fraktion DIE LINKE das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste! Im letzten Jahr wurden Kinderrechte im Rahmen der Volksabstimmung mit einer Mehrheit von 86% in die Hessische Verfassung aufgenommen. Aus dieser Verfassungsänderung leitet sich ein politischer Handlungsauftrag an uns alle ab. Wir als LINKE haben mit diesem Antrag die für uns zentralen politischen Handlungsfelder der Landesregierung zusammengetragen, um Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen konkret in Hessen zu verankern. Auf vielen Ebenen gibt es in Hessen Bewegungen für die Stärkung von Kinderrechten. Einige Kommunen sind bereits Mitglied der Kampagne des Deutschen Kinderhilfswerkes und nehmen Kinderrechte in den Fokus. Nun ist auch die Landesregierung in der Pflicht, sich dem Thema anzunehmen und politisch aktiv zu werden. Schließlich feiert die UN-Kinderrechtskonvention in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Wenn Sie aber noch weitere Gründe brauchen, um aktiv zu werden, dann hat Sie vielleicht ja die Studie des Deutschen Kinderhilfswerkes überzeugt, die Hessen einen unterdurchschnittlichen Umsetzungsgrad der UN-Kinderrechtskonvention im Vergleich der Bundesländer ausweist. Eine Kinderrechtsbeauftragte oder Beauftragten hat Hessen gerade auch nicht. Frau Prof. Gerard musste das Ehrenamt niederlegen, weil sie von ihrer Universität keine Freistellung dafür bekam. Seitdem ist das Amt unbesetzt. Das von der Landesregierung vollmundig angekündigte Jahr der Kinderrechte 2020 wurde scheinbar auch abgesagt. Auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Degen konnten Sie nicht vorweisen, was im Rahmen dieses Jubiläumsjahres geplant ist. Sehr geehrte Damen und Herren der regierungstragenden Fraktionen und der Landesregierung, nehmen Sie endlich das Thema Kinderrechte ernst. Besonders aktuell ist die Forderung nach mehr Partizipation und Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche. Man kann eine enorme Politisierung von jungen Menschen beobachten. Die Fridays for Future-Bewegung ist der lebendige Beweis für diese begrüßenswerte Entwicklung. Daneben müssen aber auch verfasste Möglichkeiten der Mitbestimmung stehen. Was sich Jugendliche darunter vorstellen, wurde im September auf dem Hands-on Participation Congress des Hessischen Jugendringes diskutiert und schließlich als Forderungskatalog an die Fraktionen geschickt. Und sehr geehrte Damen und Herren von CDU und GRÜNEN, ich finde es schon sehr dreist, sich in Ihrem Dringlichen Entschließungsantrag darauf zu berufen. Dieser Kongress war keine Errungenschaft und Eigenveranstaltung von Ihnen, sondern von den vielen engagierten Jugendverbänden, denen Sie gleichzeitig die dringend notwendige Mittelaufstockung von 85% verweigern und sich dafür auch noch feiern. Das ist nicht der angemessene Umgang mit dem Engagement junger Menschen. Stattdessen sollten Sie sich mit den Forderungen, die von dem Kongress an Sie gerichtet wurden, auseinandersetzen. Dazu ist in Ihrem Entschließungsantrag leider nichts Konkretes zu finden. Wir als LINKE erkennen die Notwendigkeit, das in Hessen verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf Beteiligung zu stärken und dabei die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Menschen zu berücksichtigen. Dabei geht es auch darum, den Raum, in dem sich alle Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit aufhalten, nämlich die Schule, zu demokratisieren. Schülerinnen und Schüler und deren Vertretungsstrukturen brauchen endlich mehr Mitbestimmungsrechte. Schließlich stellen sie die Mehrheit an der Schule dar. Eine Drittelparität in der Schulkonferenz, wie sie es auch beispielsweise in Baden-Württemberg gibt, wäre ein großer Schritt zur Demokratisierung der Schule. Ein großes Thema der Jugendlichen auf dem HOP-Kongress waren auch die Beteiligungsstrukturen auf kommunaler Ebene und in der Landespolitik. Ganz über Hessen verteilt gibt es verschiedene Formen der kommunalen Mitbestimmung. In den meisten Fällen handelt es sich aber um kommunale Kinder- und Jugendparlamente. Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün steht nun, dass sie die flächendeckende Einrichtung kommunaler Jugendparlamente unterstützen und dies mit der Umsetzung der Kinder- und Jugendrechtscharta verbinden wollen. Bisher haben wir dafür aber auch nichts bekommen oder gehört. Da müssen sie noch liefern. Unterstützung wäre auch bei der Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments auf Landesebene angebracht. Hier haben junge Menschen unter 18 nämlich noch keinerlei Mitbestimmungsmöglichkeiten. Es gibt nämlich eine Initiative der Hessischen Union zur Stärkung von Kinder- und Jugendinteressen, kurz HASKI, die sich der Aufgabe der Etablierung eines Landesjugendparlaments angenommen haben.
Um die Interessen von Kindern und Jugendlichen auf Landesebene mehr Ausdruck zu verleihen, wäre auch der Kinder- und Jugendcheck gut. Er ist ein Prüf- und Sensibilisierungsinstrument. Es soll die Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren sichtbar machen. Auch er war von vielen und wurde von vielen Teilnehmerinnen des Hauptkongresses eingefordert. Eine weitere zentrale Forderung vieler Jugendverbände und politischer Jugendorganisationen ist die Absenkung des Wahlalters. Ich muss schon sagen, was man da manchmal für Gegenargumente hört, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Wir fordern die Herabsetzung des Wahlalters für Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre, weil auch Jugendliche politisch denken, ihre Interessen kennen und somit auch in der Lage sind, für sich eine Wahlentscheidung zu treffen. Mit 16 kann man eine Ausbildung absolvieren, also Steuern zahlen, und man ist strafmündig. Wir finden, dann sollte man auch das höchste demokratische Recht wahrnehmen können und an Wahlen teilnehmen und dafür kandidieren dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, anstatt eine vermeintliche Politikverdrossenheit zu beklagen, sollten die nächsten Generationen dabei unterstützt werden, ihre Interessen zu äußern und diese in den politischen Prozess einzubringen, sei es auf der Straße oder auf parlamentarischem Wege. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Abg. Felix Martin. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei einer Volksabstimmung, die Kollegin Kuhler hat darauf hingewiesen, im Oktober letzten Jahres hat sich eine große Mehrheit der Menschen in Hessen dafür ausgesprochen, die Kinderrechte in der Verfassung zu verankern. Ich darf zitieren, Artikel 4, Satz 2. Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Der Wille des Kindes ist in allen Angelegenheiten, die es betreffend, entsprechend seinem Alter und seiner Reife, im Einklang mit den geltenden Verfahrensvorschriften angemessen zu berücksichtigen. Das, meine Damen und Herren, das ist ein wichtiger Meilenstein, und für uns ist es die Verpflichtung zur Partizipation. In Hessen unterbreiten wir Angebote für Kinder und Jugendliche, die sie in ihrem Selbstbewusstsein fördern, die ihr Rollenverständnis erweitern und sie stark machen, für ihre Rechte und für ihre körperliche Selbstbestimmung einzutreten. Die Vielfalt dieser bereits vorhandenen Angebote lässt sich auch ablesen in der Kinder- und Jugendrechte-Charta, die im Sommer 2018 vorgelegt wurde. Ich will exemplarisch nennen, neben der Berufung der Beauftragten für Kinder- und Jugendrechte im Jahr 2017 auch den Partizipationspreis Jugendgestaltet Zukunft, sowie die finanzielle Förderung im Rahmen des Glücksspielgesetzes. Gerade gestern haben wir die Veränderung des Gesetzes beschlossen. Damit erhalten der Hessische Jugendring, die Träger der außerschulischen Jugendbildung und der Ring politischer Jugend pro Jahr mehr als 930.000 € zusätzlich. Gleichzeitig zeigt die Charta aber auch die noch bestehenden Bedarfe zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf. Und diesen Bedarfen widmet sich Hessen. Ich freue mich, dass die Landesregierung im nächsten Jahr ein Jahr der Rechte für alle Kinder ausrufen wird. Und mit dem geplanten Jugendmonitoring wird die Landesregierung regelmäßig überprüfen, wie gut unsere Angebote bereits passen und welche weiterführenden Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und dieser Frage, der widmen sich auch zahlreiche Kinder und Jugendliche selbst. Der Jugendring hat mit seinem Jugendkongress im September einen wichtigen Auftakt gestartet. Daran beteiligt waren zahlreiche Jugendverbände, Engagierte aus Schülervertretungen und Jugendparlamenten. Hessen hat sich umfangreich finanziell und organisatorisch an diesem Kongress beteiligt. Sozialminister Klose hat dankenswerterweise die Schirmherrschaft übernommen. Ende November wurde dann geladen zur Fachkonferenz Kommunale Jugendpartizipation. Und auch mit den kommunalen Spitzenverbänden sind die Fraktionen des Hauses zu diesem Thema im Gespräch. Und diese Schritte gemeinsam, die bilden einen Prozess. Ein Prozess, der maßgeblich durch Kinder und Jugendliche mitgestaltet wird. Und dieser Prozess braucht Zeit. Und dem sollten wir ja auch nicht vorgreifen, denn er dauert an. Und dieser Prozess braucht deshalb Zeit, weil sich die Beteiligten sehr intensiv und detailliert mit der Sache auseinandersetzen. Ich hatte im August auch die Husky zu Gast. Und ich will sie als Beispiel nennen, weil ich weiß, dass sie mit allen Fraktionen dieses Hauses Gespräche geführt haben. Aber diese jungen Menschen, die treten nicht voran und fordern mal schnell irgendwas, sondern die setzen sich sehr genau mit den Fragen auseinander, wie es mit der demokratischen Legitimation eines Landesjugendparlaments aussieht, wie mit der Zielgruppe, mit der Ausgestaltung der Wahl, mit Rechten und Pflichten, mit den verschiedenen Formen kommunaler Jugendbeteiligung und auch mit finanziellen Rahmenbedingungen.
Und deshalb trägt unser Antrag von CDU und GRÜNEN auch genau den richtigen Titel. Kinder und Jugendliche nehmen ihre Zukunft selbst in die Hand, und Hessen unterstützt sie dabei. Und Sie, meine Damen und Herren von den LINKEN, Sie widmen einer so komplizierten Thematik wie dem Landesjugendparlament einen Satz, einen einzigen Satz in Ihrem Antrag. Der von Ihnen vorgelegte Antrag liest sich generell wie eine oberflächliche, stichpunktartige Auflistung von allem, was Ihnen jugendpolitisch gerade so eingefallen ist. Ihr Antrag passt auf eine Seite, eine einzige Seite. Und auf dieser Seite fordern Sie, man solle mal eben schnell ändern, das Hessische Kinder- und Jugendgesetzbuch, die Gemeindeordnung, das Schulgesetz. Gleich zwei Bundesratsinitiativen soll man ergreifen, und einen Volksentscheid zur Verfassungsänderung, den soll man auch noch schnell machen. Dafür opfern Sie eine Seite. Ich bin begeistert. Meine Damen und Herren, selber was machen, das ist ein super Stichwort, Herr Schaus. Machen Sie es doch einfach. Sie sind doch auch Landesgesetzgeber. Das muss doch die Landesregierung nicht vorlegen. Legen Sie doch einen Entwurf vor für ein neues Kinder- und Jugendgesetzbuch. Herr Kollege, es ist zu laut. Herr Kollege, Kollege hat das Wort, und deswegen darf ich Sie bitten, ihm auch Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Legen Sie doch einen Entwurf vor für die Veränderung der Gemeindeordnung. Wo bleibt denn Ihr Entwurf zum geänderten Schulgesetz? Sie fordern eine bessere finanzielle Ausstattung der Jugendverbandsarbeit. Das ist ja schön, aber welche denn genau und ab wann und um wie viel Geld geht es denn überhaupt? Wir befinden uns gerade in den Haushaltsberatungen. Da können Sie ganz konkrete Änderungsvorschläge machen, und die können wir dann konkret beraten. Aber uns so ein Sammelsurium vorzulegen an unkonkreten und unausgegorenen Forderungen, das hat, weiß Gott, mit seriöser Politik leider gar nichts zu tun. Und deshalb möchte ich anregen und explizit, weil ich auch weiß, dass insbesondere dir, Lisa, die Sache richtig und wichtig ist, und das will ich auf keinen Fall in Abrede stellen, möchte ich euch auffordern, macht euch beim nächsten Mal genauso viele Gedanken wie diese engagierten Jugendlichen, dann werden wir der Sache auch gerecht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Scholz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! DIE LINKE holt mit ihrem Antrag zum finalen Schlag im Kampf um die Lufthoheit des Staates über die Kinderbetten aus. Ihre ideologischen Brüder im Geiste, die SPD und die GRÜNEN, sind klar mit im Boot, zumindest im Bund. Deswegen kommt dieser Antrag genau jetzt nicht von ungefähr. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, hat am 26. November ihren Gesetzentwurf für die Aufnahme von Kinderrechten in unser Grundgesetz vorgelegt. Daher nimmt der Punkt 8 des Antrags der LINKEN, der den Landtag auffordert, auf die Verankerung der UN-Kinderrechte in unserem Grundgesetz hinzuwirken, die zentrale Rolle ein. Demnach soll der Artikel 6 Grundgesetz um einen neuen Absatz 1a erweitert werden. Ich zitiere: Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte, einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Das alles hört sich erst einmal sehr gut an. Wer will sich denn nicht für die Rechte von Kindern einsetzen? Beim genauen Hinsehen fällt jedoch auf, man spricht nicht mehr vom Aufwachsen und der Entwicklung des Kindes in seiner Familie, sondern die Erziehung des Kindes hat, Zitat, in der sozialen Gemeinschaft zu erfolgen. Meine Damen und Herren, das ist ein Paradigmenwechsel hin zu Kollektivismus und Sozialismus mit einem gehörigen Hauch DDR, in dem die Kinderrechte in Absatz 1a noch vor das Elternrecht in Absatz 2 platziert werden, werden die Rechte der Kinder über das natürliche Recht der Eltern auf die Erziehung der eigenen Kinder gestellt. Jetzt hat der Staat mit all seinen Institutionen, Herr Präsident, das ist ein bisschen laut. Jetzt hat der Staat mit all seinen Institutionen im Bedarfsfall
die Möglichkeit, in die Familien hinein zu regieren, kann selbst interpretieren, was für das Kind am besten ist, und kann das Primat der elterlichen Fürsorge an sich ziehen. Eine Notwendigkeit für die Einführung von Kinderrechten besteht im Übrigen nicht, da diese bereits vollumfänglich durch unser Grundgesetz im Artikel 6 garantiert sind. Es gibt keine Schutzlücke. Und nebenbei, es ist schon sehr beachtlich, dass sich gerade diejenigen für Kinderrechte einsetzen, die nicht einmal das Kinderrecht auf Leben vor der Geburt garantieren können oder die Legalisierung von Abtreibung bis zum 9. Monat fordern. Mit der faktischen Zerschlagung der Familie wäre dann der neomarxistischen Linken ein weiterer Schlag im Kampf gegen gewachsene gesellschaftliche Strukturen und kulturelle Identitäten gelungen. Meine Damen und Herren, die Hoheit über die Kinderbetten gebührt nicht dem Staat, sondern den Müttern und Vätern. Dazu stehe ich, dazu steht die AfD. Noch ein paar Worte zum Punkt 1 des Antrages der LINKEN, der Forderung, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen. Die LINKE als auch die GRÜNEN argumentieren anhand der Fridays for Future-Demos dafür, dass unsere Jugend besonders politisch aktiv sei und man ihr schon deshalb mehr politische Verantwortung übertragen müsse. Nun stellt sich allerdings die Frage, ob die Verbreitung von Klimaangst und Panik oder von Weltuntergangsszenarien, das organisierte Fernbleiben vom Unterricht, nicht eher Zeichen von noch fehlender persönlicher Reife und Manipulierbarkeit ist. Persönliche Reife umfasst nun einmal auch verantwortungsvolles Handeln, die Fähigkeiten, Folgen abzuschätzen, Entscheidungen zu treffen und dafür einzustehen. Merkmale, die man bei einem 16-Jährigen noch nicht voraussetzen kann. Wer wählt, trägt Verantwortung. Das einzige durchschaubare Ziel der LINKEN, der GRÜNEN und auch der schwindenden SPD ist, gutgläubige und manipulierbare Jungwähler zu rekrutieren, und das am liebsten schon im Kindergarten. Die AfD lehnt ein Wahlrecht ab 16 ab, befürwortet allerdings ausdrücklich, dass sich junge Menschen gesellschaftlich und politisch zum Wohle unseres Gemeinwesens engagieren und somit an persönlicher Reife und Verantwortungsbewusstsein gewinnen und dann mit dem Erreichen der Volljährigkeit ihrer staatsbürgerlichen Rechte vollumfänglich nachkommen können. Wir lehnen diesen Antrag selbstverständlich ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Abg. Frank Thilo Becher. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich überlege noch ein bisschen, auf was für einer Veranstaltung ich hier gerade bin, außer dass sie spät ist. Ich sage mal, wir fangen einfach noch einmal ganz unten an. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, glaube ich, ist es gut und es ist ein richtiges Signal, wenn in diesem Haus es ein breites Interesse für die Unterstützung von Kinder- und Jugendrechten gibt und das formuliert wird. Und es greift das auf, was die Bürgerinnen und Bürger, das wurde gesagt, in die Hessische Verfassung geschrieben haben und uns damit hier ins politische Stammbuch. Und ich glaube, wir sollten schauen, wie wir diesem Anspruch gerecht werden, statt an dieser Stelle versuchen, hier die großen Schlachtgräben aufzumachen. Und es schließt vor allem, und das ist das Wichtigste, es schließt vor allem an die Erwartungen an, die die Jugendlichen selbst formuliert haben. Das hat der Jugendkongress, der schon mehrfach genannt war, Hands on Participation, sehr deutlich gemacht. Und wer dort gut zugehört hat, der konnte wahrnehmen, dass trotz vielem, was auf dem Weg schon gut gelingt, und ich hoffe, wir haben alle Beispiele aus der kommunalen Ebene, wo Partizipation funktioniert, dass trotzdem bei Jugendlichen der Eindruck vorherrscht, die Beteiligung habe oft genug Alibi-Charakter und sei letztlich mit wenig Kompetenzen, wenig Einfluss und wenig Mitsprachemöglichkeiten verbunden. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Voten in den jugendpolitischen Beratungen der letzten Monate.
Ich finde, das sollte uns vor allzu viel Selbstbeweihräucherung auch ein kleines bisschen bewahren. Wir, die SPD, haben – die Frage war ja, wo ist Konkretes? – wir haben, Felix, in der vergangenen Legislatur eine Änderung der HGO dahingehend vorgeschlagen und beantragt, dass ein Antrags- und Anhörungsrecht auf kommunaler Ebene verbindlich vorzusehen ist. Das war konkret, und zwar unabhängig von der Organisationsform der jeweiligen Jugendbeteiligung, seien das Jugendforen, Beiräte oder Parlamente. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, die geforderte Verbindlichkeit zumindest an dieser Stelle mal herzustellen, und wir werden das entsprechend wieder aufgreifen. Sehr konkret. Und vor diesem Hintergrund, verehrte Damen und Herren, wird es uns auch gut anstehen, die Idee von einem Jugendparlament oder einer Jugendvertretung auf Landesebene von HASGI, der Hessischen Union zur Stärkung Kinder- und Jugendinteressen entwickelt, wirklich sorgfältig zu prüfen und zu diskutieren. Sie sind die Partizipationspreisträger in Hessen von 2018, und sie könnten uns hilfreiche Partner sein, um umzusetzen, wozu uns Artikel 12 der Kinderrechtskonvention verpflichtet, dass nämlich der Meinung der Kinder entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife zu berücksichtigen ist. Und dabei gilt es zu beachten, dass die Angelegenheit, die ihre Interessen berühren, das ist ja mal das, womit wir uns befassen, dass die eigentlich nur von den Kindern selbst definiert werden können. Das wird der AfD nicht gefallen. Die möchten gerne, dass man das ihnen sagt, was ihre Interessen sind. Aber genau das ist unser Subjektverständnis der Kinder und Jugendlichen, dass sie selbst dazu in der Lage sind. Das unterscheidet uns deutlich. Ich glaube, das kann und soll uns deutlich machen, dass wir auf dem Weg sind, aber noch lange nicht am Ziel. Wenn im Satz 3 und drittens im Entschließungsantrag der Regierungsparteien der Satz steht, das Ziel ist deshalb, über das deshalb würde ich übrigens noch einmal nachdenken, das ist konsekutiv abgeleitet und passt nicht, aber egal, das Ziel ist deshalb eine Erweiterung des Angebots auf allen politischen Ebenen. Wenn das bedeutet, dass die Idee eines Landesjugendparlaments in den Blick genommen werden soll, dann wäre das erfreulich, und ich würde mir konstruktive und fraktionsübergreifende Befassung damit wünschen. Und ich glaube, das ist im Interesse der Jugendlichen, wenn wir an dieser Stelle ein bisschen solidarisch fraktionsübergreifend sind, statt ganz so wild aufeinander losgehen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, verehrte Damen und Herren, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen weiterzuentwickeln. Und auf diesem Weg sind die Jugendlichen ja auch zu Ergebnissen und Erwartungen gekommen. Die Forderung nach Absenkung des Wahlalters auf 16 gehört ganz eindeutig dazu und wird von uns schon lange unterstützt. Das Gleiche gilt für den Vorschlag der LINKEN, die Mitsprache von Schülerinnen und Schülern in den Schulkonferenzen der Sekundarstufen durch paritätische Besetzung zu stärken. Ja? Und ohne auf Vorschläge des Antrags im Einzelnen jetzt hier einzugehen, Kindergrundsicherung war heute auch schon Thema, soll deutlich werden, dass wir SPD Handlungsbedarf sehen, um den Kindern und Jugendlichen in der Weise gerecht zu werden, wie es uns mit der Aufnahme der Kinderrechte in die Hessische Verfassung aufgetragen ist. Dabei ist die Liste der offenen Fragen eher noch viel länger. Das will ich hier nur andeuten. Ich will einmal den Vorschlag des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe erinnern, die vorschlagen, dass man diese Stellen besser auf der Landesebene ansiedelt. Das sollten wir auch noch einmal hinschauen. Meine Damen und Herren, ohne Zweifel ist es richtig viel Dynamik in all diesen Fragen, und die kommt zuallererst von den Kindern und Jugendlichen. Und vielleicht sollte man an dieser Stelle einfach einmal anerkennen, wie sehr Fridays for Future dazu beigetragen hat und beiträgt, dass Jugendliche sich politisch engagieren oder jedenfalls sich zu der Frage, wie man sich engagiert und ob das der richtige Weg ist, in ein neues Verhältnis setzen. Ich kann das an meinem Esstisch zu Hause erleben. Das ist nicht immer erquicklich. Ich komme da auch nicht immer gut bei weg. Aber billiger geht es nicht. Es wird unbequemer, wenn mehr mitreden. Aber das müssen wir auch ernsthaft wollen. Herr Kollege, Sie müssten langsam zum Ende kommen. Gut. Es wäre historisch eine gute Gelegenheit gewesen, und damit will ich schließen, für die Landesregierung, diese Dynamik noch besser aufzunehmen. Man hatte bei den Destinären die Chance, den Jugendverbänden, die sich damit beschäftigen, mehr Geld zu geben. Man hätte bei der Landesbeauftragte für Kinder- und Jugendrechte vielleicht den Hinweis verstehen können, dass es ehrenamtlich doch nicht so richtig gut funktioniert. Das wäre gewesen, die Welle richtig reiten. Aber wenn es uns von diesem Punkt an gelingt, vielleicht konstruktiv miteinander unterwegs zu sein, dann freue ich mich auf die Beratungen, und das meine ich ganz ernsthaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Becher. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Promny.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der Verankerung der Kinderrechte in der Hessischen Verfassung soll den Rechten von Kindern noch einmal ein ganz besonderes Gewicht verliehen werden. Das ist wichtig, und das ist auch richtig so. Auch wir haben dieser Änderung unserer Verfassung deshalb zugestimmt. Die bereits angesprochene UN-Kinderrechtskonvention bildet dabei bei den Kinderrechten drei Kategorien: die Versorgungsrechte, die Schutzrechte und nicht zuletzt die Beteiligungsrechte. Der Antrag der LINKEN bezieht sich auf die Beteiligungsrechte. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat gerade vor wenigen Tagen eine Pilotstudie, Kinderrechteindex, veröffentlicht, die unserem Land Hessen einen erheblichen Nachholbedarf attestiert. Allerdings bezieht sich die Kritik ausdrücklich nicht auf die Beteiligungsrechte, sondern vielmehr auf das Recht auf Bildung, auf Gesundheit, auf das Recht auf Ruhe und Freizeit sowie auf Spiel und Erholung. Als positiv bei den Beteiligungsrechten hingegen wird zum einen die Verankerung der Kinderrechte in der Landesverfassung erwähnt, sowie die Kinder- und Jugendrechtscharta, aber auch die Bestellung von Verfahrensbeiständen bei Familiengerichten. Das Land Hessen hat die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen auch ausdrücklich in der HGO und der HKO festgeschrieben. Die Form der Beteiligung sollen aber die Gemeinden selbst bestimmen. Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche in Hessen aber auch eine starke Stimme in Form des Hessischen Jugendrings, der die Partizipation von Kindern und Jugendlichen als einen Schwerpunkt seiner Arbeit versteht. Wie Sie alle wissen, pflegt der Hessische Jugendring regelmäßig Kontakt zu der Landespolitik und vertritt die Interessen seiner jungen Mitglieder. Wir sind sehr dafür, dass Kinder und Jugendliche verstärkt vermittelt wird, welche Rechte ihnen zustehen. Wir befürworten auch, dass Kinder und Jugendliche auf allen Ebenen selbstverständlicher als bisher beteiligt werden, wenn es um ihre eigenen Anliegen geht. Wir halten es für sinnvoll, die kommunale Selbstverwaltung an dieser Stelle aber nicht außer Kraft zu setzen. Hier geht uns Freien Demokraten der Antrag zu weit. Meine Damen und Herren, soweit zu den Beteiligungsrechten, bei denen Hessen ganz gut, zumindest durchschnittlich aufgestellt ist, wie uns das Kinderhilfswerk bescheinigt. Schlechter hingegen sieht es beispielsweise bei der Bildung und der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aus. Meine Damen und Herren, die Schultoiletten unserer Kinder sind offenbar legendär und sogar explizit in dieser Studie erwähnt worden. Aber darüber und über den baulichen Zustand der hessischen Schulgebäude diskutieren wir ja dann morgen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abg. Max Schad. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Jugend ist unsere Zukunft. In diesem Satz, einem klassischen No-Brainer, liegt viel Wahrheit, aber auch Problem zugleich. Denn Jugend ist nicht nur Zukunft, Jugend ist auch Gegenwart. Jugend findet im Hier und Jetzt statt, und das bringt Anforderungen mit sich. Aus der Perspektive vieler junger Menschen reicht es eben nicht, sich abstrakt auf die Zukunft vertrösten zu lassen. Und deswegen ist eine der Anforderungen die Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Und bislang haben wir ja in den vorausgehenden Arbeiten und Austauschen, die wir so geführt haben, einen sehr freundschaftlichen Austausch und Diskurs gehabt. Deswegen fand ich es, Frau Kollegin Kula, auch so ein bisschen schade, dass Sie so einen konfrontativen Ansatz in Ihrem Aufschlag gewählt haben. Ich finde, ich bin da ganz beim Kollegen Becher, wir sollten das relativ konstruktiv machen und uns vor allen Dingen auch auf den Wesenskern konzentrieren, nämlich die Partizipation vor Ort. Ich habe es gesagt, die kommunale Ebene hat bei der Frage nach der Partizipation eine besonders große Bedeutung. Und dies ist auch klar in der Hessischen Gemeindeordnung normiert. Mit der Änderung der Landesverfassung, es ist bereits angeklungen, ist das Regelwerk an dieser Stelle noch einmal deutlich geschärft worden. Doch der Blick, und das muss man ehrlich sagen, in die kommunale Landschaft zeigt ein sehr unterschiedliches Bild. Es gibt Kommunen, die sehr gute Beteiligungsformate geschaffen haben und sich viel Mühe geben mit dem Ergebnis einer umfassenden Beteiligung und motivierenden Formaten. Es gibt aber auch nicht wenige Kommunen, die machen gar nichts, trotz bestehenden Regelungen in der HGO, trotz Verfassung. Andere bieten zwar Formate an,
benutzen oder ich möchte schon fast sagen, missbrauchen diese Angebote für die PR des jeweiligen Bürgermeisters. Da sage ich ganz klar, Alibi-Veranstaltungen, die wollen wir nicht. In Baden-Württemberg hat der Landtag eine Mussvorschrift in seine Gemeindeordnung verankert. Dies hat zwar zu einer deutlichen Belebung geführt, eine Vielzahl an Kommunen, über die Hälfte, beteiligt sich trotzdem nicht. Dies zeigt mir, Beteiligung muss auch gewollt sein. Und genau hier müssen wir ansetzen. Wir müssen Anreize schaffen für die Kommunen. Wir müssen es den Kommunen erleichtern, Angebote zu machen. Wir müssen Interesse wecken, die Vielseitigkeit der Möglichkeiten zeigen und dabei fachliche Unterstützung geben. Und genau in diese Richtung gehen auch unsere Überlegungen. Und, liebe Frau Kollegin Kula, an der Stelle ist mir Ihr vorliegender Antrag auch ein Stückchen zu dünn. Denn wir dürfen nicht vergessen, längst nicht alle, aber doch zu viele junge Menschen nehmen allen Jubelrufen über die repolitisierte Jugend zum Trotz die Kommune gar nicht als einen politischen Raum wahr. Für unsere Demokratie ist diese Wahrnehmung, nämlich, dass der politische Prozess nicht bei Donald Trump, Angela Merkel oder Greta Thunberg beginnt, ganz zentral, ganz bedeutend wichtig. Der Kollege Martin hat es ja eben bereits angedeutet. Die Koalitionsfraktionen sind inmitten der Abstimmung, um am Ende ein wirkungsvolles Paket zusammenzuschnüren. Damit wollen wir unseren Koalitionsvertrag an der Stelle mit Leben füllen und Schwung in die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Hessen bringen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf der Ebene des Landes sind eine ganze Reihe an Maßnahmen möglich, um die Beteiligungsmöglichkeiten ganz konkret zu verbessern. Auch hier arbeiten wir bereits innerhalb der Fraktion an adäquaten Lösungen. Und es ist ja nicht so, der Kollege Martin hat es ja bereits angedeutet, dass wir bislang nicht untätig gewesen sind. Im Gegenteil. Und unser Antrag listet da ja auch einige Details auf. Aber klar ist, wir wollen noch mehr. Unsere Aufgabe ist es, dem Thema neue Energie zu verschaffen. Und ein Hinweis darauf, dass das auch die hessische Bevölkerung so sieht, das ist das eindeutige Votum bei der Volksabstimmung. Die Fraktion DIE LINKE hat ja in ihrem Antrag auch vorgelegt, wie sie sich das vorstellt. Und einiges davon teilen wir ganz explizit. Da sind wir einer Meinung. Anderes wiederum nicht. Eingang in Ihren Antrag haben eben auch die politischen Evergreens, Absenkung des aktiven und passiven Wahlalters auf 16 Jahre gefunden. Und da möchte ich sagen, zum aktiven Wahlalter, wir haben ja erst im letzten Jahr eine Volksabstimmung dazu abgehalten, das passive Wahlalter im Landtag auf 18 zu senken. Wenn wir jetzt diese Entscheidung gerade einmal ein Jahr, nachdem wir das beschlossen haben, wieder revidieren wollen, dann können wir uns aber Volksabstimmung auch ein Stück weit schenken. Und zum aktiven Wahlalter. Auch hier werden seit Jahrzehnten im Prinzip die gleichen Argumente aus der Mottenkiste ausgetauscht. Und ich wünsche mir ein Stück weit eine Debatte, die sich auch sehr stark konzentriert auf das, was wir konkret tun können, und nicht so sehr um diese alten Argumente sich immer dreht, weil die Frage beschreibt im Grunde genommen auch nicht den Kern des Themas. Junge Menschen wollen sich nämlich politisch vor Ort äußern, und sie wollen aktiv bleiben. Sie wollen aber nicht nur alle fünf Jahre sonntags zur Wahl oder zur Kommunalwahl gehen, zur Landtagswahl. Sie wollen richtig mitreden, sie wollen sich einbringen, und das unabhängig von Wahlen. Deshalb sollten wir nicht so sehr auf dieses Thema uns fokussieren, sondern Foren schaffen, in denen politische Beteiligung dann auch konkret möglich ist. Und es wird auch sicherlich ganz wichtig sein, dass wir dabei ein Stück weit präzise arbeiten. Und da hat man jetzt auch in der Debatte gemerkt, wer eigentlich an den Veranstaltungen teilgenommen hat, wer sich dem RPJ ein Stück weit zugewendet hat und wer nicht, liebe Kollegen von der Linkspartei, ich habe das von der AfD, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sie haben völlig am Thema vorbeigeredet. Es ging überhaupt nicht um Jugendbeteiligung. Und ich denke auch, dass wir den jungen Leuten auch da ein Stück weit gerecht sein sollten und wirklich auch uns ganz gezielt darum widmen sollten, was eigentlich mehr Beteiligung bei uns hier im Land und vor Ort schafft. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Schad. – Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Förderung von Kinder- und Jugendrechten, die Stärkung der Beteiligung von Jugendlichen und natürlich auch die Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Jugendarbeit sind ein wichtiger Schwerpunkt. Sie waren es in der letzten Legislaturperiode, und sie finden sich natürlich auch im jetzigen Koalitionsvertrag und in der Kinder- und Jugendrechtecharta. Und da finden sich auch neue Ziele, die wir gemeinsam mit den jugendpolitischen Akteuren, mit den Kommunen, mit den Verbänden und Jugendeinrichtungen umsetzen werden.
und sie finden sich in unserer Verfassung. Das ist schon genannt worden, und wir kämpfen auch dafür, dass sie in einer guten Formulierung auch ins Grundgesetz Eingang finden. Da haben wir als Hessen eine wichtige Rolle dabei gespielt, dass auch die Länderminister sich jetzt einig sind und alle einstimmig die Aufnahme der Kinder- und Jugendrechte ins Grundgesetz gefordert haben. Und wir haben diese wichtige Schwerpunktsetzung gerade in den letzten Wochen doch überdeutlich gesehen bei verschiedenen Veranstaltungen in Hessen. In Marburg hatten wir die Abschlussveranstaltung des Aktionsprogramms Partizipation 2017 bis 2019. Da ging es genau darum, wie können wir in den Kommunen mit den Jugendverbänden neue innovative Ansätze und Modelle der Beteiligung von Jugendlichen anstoßen, erproben und aufbauen. Wir haben den Hessischen Partizipationspreis verliehen. Er ist schon genannt worden. Wir hatten den Hop-Jugendkongress, dessen Schirmherr ich sein durfte, der wahnsinnig spannend war in der Bandbreite der Themen, die da diskutiert waren, die aus der Mitte der Jugendlichen auch entwickelt wurden und wo es immer wieder darum ging, Augenhöhe herzustellen, Wirksamkeit zu definieren, Freiräume zu schaffen, politische Bildung nach vorne zu bringen. Also der Austausch mit den Jugendlichen und die Intensität der Diskussion waren wahnsinnig beeindruckend. Ich glaube, alle waren ja einige hier, nicht alle leider, aber diejenigen, die da waren, können das ganz bestimmt so bestätigen, weil sich daran eben auch zeigt, dass Jugendliche sehr konkrete Vorstellungen davon haben, wie sie sich gerne in der Zukunft auch in diesem Land einbringen würden. Und nicht zuletzt hatten wir Anfang November die jährliche Ronneburg-Tagung für Jugendliche ab 14 Jahren in Heimen. Auch das ist eine Zielgruppe, um die wir uns intensiv kümmern. Und hier in Hessen wird dann am Ende dieser Veranstaltung der Landesheimrat als Interessenvertretung der Jugendlichen in solchen Einrichtungen auch gewählt. Und das zeigt doch, wir haben die ganze Bandbreite der Jugendbeteiligung im Blick. Wir schauen danach, wo Jugendliche sich einbringen können. Und es geht uns bei all diesen und bei weiteren Projekten darum, auch neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Methoden, neue Orte und Anlässe zu finden, um Kinder und Jugendliche zu aktivieren, um ihnen die Möglichkeiten und Räume zu eröffnen, die sie brauchen, um sich einzubringen, eigene Positionen zu entwickeln und auf diese Weise auch Demokratie leben, ein Stück weit zu lernen. Und das gilt natürlich dann auch für die kindliche Bildung. Auch hier ist die Frage, was können wir tun, damit sich Kinder angemessen beteiligen können? Wie können wir dazu beitragen, dass Werte wie Offenheit, wie Toleranz, wie Wertschätzung von Vielfalt schon in der frühkindlichen Bildung gelebt und erfahrbar sind? Und auch da sind wir intensiv dabei, zu ermitteln, wie das gehen kann, und sind auch offen dafür, uns anzuschauen, wie es woanders geht und was wir machen. Es gibt beispielsweise das Modellprojekt Kinderrechte erfolgreich umsetzen des Kinderschutzbundes Gießen, wo es genau darum geht, Kinderrechte systematischer auch im Elementarbereich zu verankern. Aber wir sind ein Akteur unter vielen Beteiligten. Das geht nicht ohne Kommunen, das geht nicht ohne die freien Träger, die Schulen, die Vereine. Und deshalb muss das in der Tat Hand in Hand gehen. Die Realisierung von Kinder- und Jugendrechten ist ein vorrangiger und dauerhafter Auftrag aller Akteure der Kinder- und Jugendhilfe. Ich will aber als Kinder- und Jugendminister dieses Pult auch nicht verlassen, ohne Herr Scholz noch einmal etwas dazu zu sagen, wie Sie hier aufgetreten sind. Weil die Art und Weise, wie Sie hier mehrfach über die Hoheit über Kinderbetten und über Jugendliche, die sich für die Gesellschaft engagieren, sprechen und wie Sie sie zu unmündigen, leicht verführbaren Massen degradiert haben, das sagt nichts über die Realität junger Menschen in diesem Land aus, aber wahnsinnig viel über Ihr Menschenbild. Danke schön, Herr Staatsminister Klose. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache.
Wir haben zwei Anträge. Ich gehe davon aus, dass der Dringliche Entschließungsantrag ebenfalls in den Ausschuss überwiesen werden soll. Ist das der Fall, dann machen wir das. Hier steht zu mir, bei mir steht federführend der KPA. Stimmt das? Müsste eigentlich federführend der SIA sein, oder? Jürgen Frömmrich, bitte. Ich denke, Herr Präsident, wir schicken die Anträge in den SIA. Der Staatsminister Klose hat auch dazu geredet. Ich glaube, die fachliche Zuständigkeit ist eher da. Alles klar, so machen wir das. Dann überweisen wir beide Anträge in den SIA. So machen wir das. Keiner widerspricht. Alles in Ordnung.